Das ist wirklich das schlimmste Warzone-Ende, was ich jemals erlebt habe. Nicht nein, dein nein, Ernst. Ich war mit Martin, Fabs und Maurice in Warzone unterwegs, um die Nuke zu erspielen. Wer nicht weiß, was die Nuke ist, man muss 5 Siege in Folge machen, um dann eine Atombombe zu zünden, währenddessen man von der ganzen Runde gejagt wird. Wir haben uns 5 Stunden lang zu der 5er Winstreak hingearbeitet. Doch durch Prezis, die nicht angesagt wurden, oder Leute, die einfach ihren kompletten Loadout im Gulag hatten, war es wirklich schwer. Als wir endlich bei 4 von 5 angekommen waren, passierte folgende Runde. Nach einem Early Gulag aufgrund von absoluten Fettfingern, den ich natürlich souverän gewann, weil das ist das Einzige, was ich in Warzone kann, lief die Runde danach wie am Schnürchen. Das Endgame war etwas holprig, bis dann auf einmal Folgendes passierte. Das ist der Letzte, das sind wir jetzt mal. Jawohl, GG's, guys. Let's go, guys. Nee. Let's go. Let's go. Nein. Hä? Bei mir steht ein Team nur noch. Oh, bitte nicht. Nicht dein Ernst. Wenn das jetzt... Zweiter Platz! Hilfe!